Du hast es mit harten Kerlen zu tun. Das Video ist ein ernstes Problem. Ich kann den Kontakt zu meinem Freund herstellen. Mit diesen berühmten Worten schaltete sich Karim Benzema im Herbst 2015 in die Sextape-Affäre um seinen Nationalelf-Kollegen Mathieu Valbuena ein. Es war ein regelrechter Thriller. Erpressung, Polizeieinsätze, geheime Telefonate, sportliche Verbannung, ein jahrelanger Rechtsstreit und eine ganze Nation in Aufruhr. Was folgte, war einer der größten Skandale im französischen Fußball. Am Anfang der Geschichte steht ein untreuer Freund. Auf dem Handy von Mathieu Valbuena sind Aufnahmen zu finden, die den damaligen Nationalspieler beim Sex mit einer Frau zeigen. Problem 1: Die Frau war nicht Valbuenas eigentliche Lebensgefährtin. Problem 2: Das Handy mit den pikanten Aufnahmen landete in den Händen Krimineller. Drei anrüchige Personen treten in dieser Posse als Erpresser auf. Sie konfrontieren Valbuena mit den Aufnahmen und wollen Geld. Viel Geld. Von 150.000 Euro ist die Rede. Ein teures Schweigen. Die drei stehen in Kontakt zu einem weiteren Kriminellen. Karim Senati, einem Jugendfreund Benzemas. Beide sind zusammen in der Vorstadt Bron nahe Lyon aufgewachsen. Kriminalität ist hier an der Tagesordnung. Mittlerweile lebten beide in verschiedenen Welten. Der eine wurde Nationalspieler und Champions League-Sieger, der andere Einbrecher und Drogendealer. Der Kontakt aber war nie abgerissen. Der Superstar der Equipe Tricolore schuldete seinem alten Kumpel noch einen Gefallen und sollte am Rande eines Länderspieltrips mit seinem Nationalmannschaftskollegen Valbuena sprechen. Am 6. Oktober 2015 war es in Clairefontaine dann soweit. Am späten Abend berichtete Benzema dann Senati in einem Telefonat über das Treffen. Doch der Mitschnitt geriet an die Öffentlichkeit. Der französische TV-Sender M6 zitierte folgenden Wortlaut Benzemas: Mach dir keine Sorgen, er hat keine Wahl. Das werde ich ihm verständlich machen. Er wird zahlen. Doch er ging nicht auf die Machenschaften der Kriminellen ein. Valbuena wandte sich an die Polizei und reichte am 5. November offiziell Klage gegen die Erpresser ein. Er brachte den Fall damit selbst an die Öffentlichkeit und mit ihm auch die Verwicklung von Benzema, der seinen Kollegen panisch kontaktierte. Mathieu, mein Name ist in der Öffentlichkeit, was zur Hölle soll das? Wir müssen das offiziell dementieren, das wird eine Riesengeschichte. Damit sollte Benzema Recht behalten. Das ganze Land kannte kein anderes Thema mehr. Auch international schlug die Story hohe Wellen. Es war belastendes Material, aufgrund dessen Benzema eine Nacht in Untersuchungshaft in Versailles verbringen musste. Die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen ihn offiziell aufgrund des Verdachts der Komplizenschaft. Senati wurde am 5. November am Flughafen Lyon festgenommen. Doch Benzema beteuerte öffentlich seine Unschuld. Ich hoffe, dass es gut ausgeht. Ich habe nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Benzemas Anwalt Sylvain Cormier bestritt alle Vorwürfe und behauptete, dass sein Mandant, Zitat, von ganzem Herzen zu seinem Freund Mathieu stünde. Zu diesem durfte Benzema nach einem richterlichen Beschluss jedoch vorerst keinen Kontakt mehr aufnehmen. Nationaltrainer Didier Deschamps konnte beide Spieler daher nicht für die damals anstehenden Länderspiele gegen Deutschland und England nominieren. Noël Le Graët, der Präsident des französischen Fußballverbands, schloss Benzema sogar aus der Equipe Tricolore aus. Beide Spieler verpassten die Heim-EM im folgenden Jahr. Valbuena sollte nie wieder ein Spiel in den Farben Frankreichs bestreiten. Benzema wurde erst im Juni 2021 begnadigt. Im November desselben Jahres kam es dann in Versailles zur Gerichtsverhandlung. Auch dort trafen die beiden Protagonisten nicht aufeinander. Diese Affäre dauert jetzt schon 6 Jahre an. Ich sehe, dass fast alle hier sind, nur Karim Benzema fehlt.
Das ist schade, aber so ist es nun mal. Wir werden diesen Weg bis zum Ende gehen. Wir haben 6 Jahre lang darauf gewartet, diesen Fall hinter mir zu lassen. Und ich werde so lange hier sein, wie es nötig ist, um das alles hinter mir zu lassen. Das Gericht verurteilte Benzema offiziell zu 1 Jahr Haft auf Bewährung. Das Urteil fiel um 2 Monate höher aus, als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Außerdem musste der 34-Jährige 75.000 Euro Strafe zahlen. Seine Anwälte reagierten schockiert. Die Reaktion ist Wut auf dieses Urteil, das vollkommen widersprüchlich ist. Das Gericht hat nämlich selbst klar gesagt, dass Karim Benzema nichts von den vorherigen Vorgängen wusste. Und dann heißt es am Ende, er habe es nicht wissen können, ohne jeden Beweis. Und daher verurteilen wir sie. Wir verurteilen diese sehr harte Strafe, die ungerecht ist, ohne Beweise. Wir sind wirklich ziemlich fassungslos über dieses Urteil. Die 4 mitangeklagten Männer wurden zu Strafen zwischen 18 Monaten auf Bewährung und 2,5 Jahren Haft verurteilt. Valbuena kann also endlich nach vorne schauen. Doch für Karim Benzema ist das Thema immer noch nicht beendet. Seine Anwälte legten offiziell Berufung ein. Am 30. Juni und am 1. Juli 2022 kommt es in Versailles erneut zu einer Verhandlung. Es ist das vielleicht wichtigste Rückspiel in der Karriere von Karim Benzema.